Kann auch viel Köpfe, egal. Habe ich glaube es irgendwie erwartet, dass so eine Kunstschule wie ein Musical Fame ist. Ist es nicht? Ah, das ist fast besser so. Oh mein Gott. Ach, Scheiße. Wow. Ich bin Danina Müller, ich bin Kunststudentin hier in Basel und ich habe jetzt im Dezember 2 Ausstellungen, die bald eröffnen. Die Ausstellung auf dem Campus heisst Heavy Vibrations und die mache ich zusammen mit einer Studienkollegin. Und dort wird sie Objekt, also sie hat quasi eine Installation gemacht und ich tue jetzt auf eine, mit einer Performance auf die Installation reagieren. Ich hoffe, dass ich entdeckt werde in der Galerie, wenn ich sehe und finde, ja. Ich zahle dir jetzt einfach das ganze Leben lang, wenn du bist da. Dann muss ich nie mehr arbeiten. Das ist mein Wunsch. Es wäre schon toll, oder? Es passiert zwar nicht, aber stell dir vor, wenn eine Galerie kommt. Nein, was wünschst du? Ich glaube einfach, dass ein paar Leute kommen. Es ist nicht so hure wenig so. Mindestens 10. So, okay. So you're doing all right? Mm. No, I'm listening. Yeah. Look what. So what? So what? That's not my issue. That's your issue. That's not my problem. So what? Fucking door is over there. Oh my god! Just fucking listen. Look. Die zweite Ausstellung heißt Greetings from Paradise und die mache ich auch zusammen mit 5 anderen Mitstudenten. Und dort haben wir alle unsere eigenen Arbeiten. Es ist eine Gruppenausstellung und ich mache Porzellan, Rosen, die fluchen. Also die erste Idee war eigentlich wirklich einfach, ich kann unbedingt mal eben genau das Projekt irgendetwas mit Rosen machen. Höchstwahrscheinlich irgendwie aus Keramik. So bekommst du sie dann halt einfach besonders filigran an. Ich wusste, dass ich sie 3D wollte, weil ich einfach ein bisschen müde war vom Schreiben die ganze Zeit und das so ein bisschen als eine Pause gesehen habe. Und dann hat so ein paar Geschichten mit ehemaligen Dozierenden an dieser Schule, die so ein bisschen fragwürdig waren und mich sehr wütend gemacht haben. Dann habe ich gefunden, die fluchen jetzt die Rosen. Du. Fuck you. Oh, fuck off. Just fuck off. Listen, just stop and just think. What the fuck is wrong with you? What the fuck is wrong with you? I don't need this bullshit. I just don't need your motherfucking bullshit. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen mein Problem. Ich habe ein Konfrontationsproblem. Und darum bin ich wahrscheinlich noch ganz gut im Fluchen, weil ich das dann immer aus Frustration allein machen. Aber nein, ich habe noch nie jemanden so angeschaut. Greetings from Paradise, yeah. Gut, ja? Doch, bevor das jetzt so die Vernissage ist und nachher kann man wieder etwas anderes denken. Ja, ja. And that's just the fucking reality of it. Just fuck you! Fuck you! Why the fuck would you do? Ich finde meine Projekte einmal erst gut, wenn andere sie gut finden. Und das ist auch schwierig.
man irgendwie eine gewisse Sicherheit in dem findet, was man selber macht. Oder ich zumindest. Und nicht einfach nur das Projekt gerne haben, wenn es die anderen auch cool finden. Aber für das habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Es ist schon besser geworden.